Und wenn man das so erstmal liest, dann denkt man natürlich, wunderbar, ich als Kunde habe also ab 1.4. das Recht, grundsätzlich und immer nach Kilowattstunde abgerechnet zu werden, so wie die das hier zum Beispiel auch schon eine ganze Weile machen. So, denkt man sich, ist erstmal alles klar. Leider ist das nicht so einfach. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ihr kennt das, bei manchen Anbietern mit manchen Ladekarten oder auch Apps zahlt man eben nach Kilowattstunde. Ich zum Beispiel habe diese Karte hier von Vattenfall schon seit ungefähr 2010 und zahle immer nach Kilowattstunde, war noch nie ein Problem. Aber wie gesagt, bei anderen Anbietern, da zahlt man nach unterschiedlichen Tarifmodellen, mal nach Zeit, mal nach Session, wie auch immer. Wieso ist das eigentlich so? Und das versuche ich mal in diesem Video ein bisschen nachzugehen. Ganz kurz noch, Motivation, das zu machen, war, dass ich vor einiger Zeit, wir hatten mal ein Video darüber gedreht, das verlinken wir euch mal, ich, die in der Situation war, nur ein wenig Strom nachladen zu können, um meine Fahrt fortsetzen zu können und sollte für diese, am Ende waren es nicht mal 1,5 Kilowattstunden, am Ende über 15 Euro dafür bezahlen. Das ist natürlich eine Situation, die macht man einmal und nie wieder. Entweder verkauft man dann sein Elektroauto oder man kümmert sich drum. Und ich habe mich ein bisschen drum gekümmert und möchte euch in diesem Video mal zusammenfassen, worauf ich gestoßen bin. Ja, ich habe es hier schon mal aufgerufen. Für alles, was man in Deutschland bezahlt, gibt es eine Verordnung, und zwar eine sogenannte Preisangabenverordnung. Die findet ihr auch problemlos im Internet, googelt oder bringt einfach nach Preisangabenverordnung. Und der Paragraph 3, der ist jetzt für uns hier schon mal sehr interessant, und der sagt nämlich, wie wird eigentlich Strom abgerechnet? In Paragraph 3 geht es auch noch um Gas, Fernwärme und Wasser, aber für uns ist jetzt hier mal die Elektrizität wichtig. Und wer den Text schon so ein bisschen gelesen hat oder einfach mal mitlesen möchte, da steht, wer Verbrauchern also gewerbs- oder geschäftsmäßig oder ihnen in sonstiger regelmäßiger Weise Strom verkaufen will und also hier als Anbieter auftritt, der muss einen verbrauchsabhängigen Preis anbieten. Verbrauchsabhängiger Preis. Und zwar nach einer Mengeneinheit. Und ein verbrauchsabhängiger Preis nach Mengeneinheit bei Strom, das steht extra hier, als Mengeneinheit gilt bei Elektrizität die Kilowattstunde. Das heißt also, wer Strom kauft, muss nach Kilowattstunde abgerechnet werden. Heißt also, wenn man sich diese Preisangabenverordnung durchliest, dass sowas hier zum Beispiel, also das Abrechnen nach einer Session, überhaupt gar nicht möglich ist, weil eine Session ist keine Abrechnung nach Kilowattstunde, obwohl ich Strom beziehe. Ja, das ist also die Problematik, hinter der wir, die also im Raume steht. Und wie kommt das Ganze zustande? Oder wie muss man sich jetzt ranarbeiten an die Sache, um zu verstehen, warum das mal so und mal eben dann doch wieder anders gehandhabt wird? Ich habe ein bisschen recherchiert und bin also auf eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages gestoßen. Und zwar stand hier die Frage im Raum: Sind Ladepunkte für Elektrofahrzeuge Letztverbraucher? Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache, wie ihr noch im Folgenden sehen werdet. Oder sind Ladesäulen einfach nur ein Teil des Stromversorgungsnetzes? Erstmal ganz wichtig, hier steht erstmal ausgeführt, dass die Ladeinfrastruktur, die aufgebaut wird, muss also ausreichend vorhanden sein, sie soll kundenfreundlich vorhanden sein, damit Elektromobilität sich überhaupt am Markt durchsetzen kann. Also schon mal sehr interessante Aussage. Dann der nächste Absatz, den ich euch hier mal markiert habe, ist, sind davor einige Ausführungen, die ich euch jetzt erspare, dass man also in dieser Ausarbeitung schließt, dass eine Ladesäule kein Teil des Stromnetzes ist, sondern oder auch wer eine Ladesäule betreibt, der gilt nicht als Stromversorger. Das ist schon mal auch ganz, ganz wichtig. Wenn also zum Beispiel Obi, Lidl, Netto oder wer auch immer irgendwo eine Ladesäule aufbaut, Allego natürlich zum Beispiel auch als Ladesäulenbetreiber, dann ist der kein Stromversorger. Denn wenn der Stromversorger wäre, dann würden auf ihn ganz andere Pflichten noch irgendwie gehen. Also wer eine Ladesäule betreibt, ist kein Stromversorger. Wenn Ladesäule also
kein Teil des Stromnetzes ist, dann bedeutet das auch, dass das sehr einfach ist für diejenigen, die die Ladesäulen aufbauen. Nämlich, wer eine Ladesäule aufbaut, sorry, muss man wegklicken, wer die Ladesäule aufbaut, der tut das ja, um Menschen, die Elektroautos fahren, einen Gefallen zu tun. Nämlich die Wartezeit, die in der Regel entsteht, die kann man sinnvoll nutzen. Das heißt also, man will eigentlich gerade, dass Ladesäulen dort entstehen, wo die Leute, wo ihr, wo ich mein Auto öfters mal stehen lasse. Also zum Beispiel, wie es hier steht, bei Imbissketten, bei Baumärkten, bei Banken, bei Autohäusern, in Parkhäusern und so weiter. Und damit diese Unternehmen, zum Beispiel einen Baumarkt, jetzt nicht in den Zwang kommen, Stromversorger zu werden, geht man hin und sagt, die Ladesäule selber ist ein Letztverbraucher. Das heißt, wer also eine Ladesäule aufbaut, baut dort einen Letztverbraucher hin. Und das vereinfacht eine ganze Menge. Mit anderen Worten, eine Ladesäule ist die Ladesäule ist der Letztverbraucher. Letztverbraucher ist, das habe ich hier mal rausgeholt, und zwar aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Letztverbraucher ist hier also nochmal ganz klar definiert, sind also zum Beispiel natürliche oder juristische Personen und ganz wichtig, auch der Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile steht dem Letztverbrauch im Sinne dieses Gesetzes gleich. Also wir halten zunächst mal fest, eine Ladesäule ist ein Letztverbraucher, da ist ein Zähler drin und damit ist die Ladesäule der Letztverbraucher. So. Jetzt werdet ihr fragen, was erzähle ich euch hier die ganze Zeit? Was soll das? Gucken wir uns mal das hier an. Das ist nämlich die Antwort der Bundesregierung und zwar auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen. Diese Antwort kommt von Anfang April 2019 und in dieser Anfrage hat die Fraktion der Grünen verschiedene Fragen an die Bundesregierung gestellt zum Aufbau und zum Betrieb von Ladeinfrastruktur und sehr, sehr interessant ist dieser Abschnitt hier. Denn hier steht nämlich die Frage im Raum, kann die Bundesregierung bestätigen, dass ab dem 1. April 2019 sogenannte Session Fees, bei denen pro Ladevorgang eine pauschale Summe angerechnet wird, also zum Beispiel das Laden mit so einer Karte, dass das unzulässig ist. Und die Bundesregierung antwortet, alle Ladesäulenbetreiber sind ab dem 1. April 2019 gesetzlich verpflichtet, gemäß der Preisangabenverordnung, die ich euch gerade eben gezeigt habe, eine verbrauchsabhängige Abrechnung nach Kilowattstunde zu ermöglichen. Und wenn man das so erstmal liest, dann denkt man natürlich wunderbar, ich als Kunde habe also ab 1.4. das Recht, grundsätzlich und immer nach Kilowattstunde abgerechnet zu werden, so wie die das hier zum Beispiel auch schon eine ganze Weile machen. So, denkt man sich, ist erstmal alles klar. Leider ist das nicht so einfach, denn der Teufel steckt wie immer im Detail, hier nämlich in dem Begriff Ladesäulenbetreiber. Und um euch das klarzumachen, zeige ich euch die nächste Grafik, die ich hier aus einer Präsentation der WMAG herausgeholt habe. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger dafür. Also die habe ich nicht selbst erstellt, die habe ich mir jetzt einfach mal genommen. Und in dieser Grafik kann man so ein bisschen den Zusammenhang sehen zwischen Ladesäule und Nutzer. Das seid also hier ihr mit eurem Elektrofahrzeug und das ist hier die Ladesäule, an der ihr das aufladen wollt. Und zwar steckt dazwischen nur ein Kabel, aber da steckt einiges mehr dazwischen. Nämlich zunächst mal braucht es jemanden, der diese Ladesäule ja eigentlich betreibt. Das heißt, derjenige, der diese Ladesäule aufbaut, der den Service macht, der sie wartet, der sich für den Stromanschluss kümmert und so weiter und so fort. Und das ist der sogenannte CPO. Und CPO bedeutet nichts anderes als Charge Point Operator und Charge Point Operator ist der Ladesäulenbetreiber. Das ist also derjenige, der eine Ladesäule betreibt. Wenn wir mal Berlin als Beispiel nehmen, dann wäre das zum Beispiel die Firma Allego. Wir haben auch schon mal ein Interview mit Allego gemacht, das verlinken wir euch auch sehr gerne. Und Allego ist also ein klassischer Ladesäulenbetreiber. Das heißt, sie werden beauftragt, Ladesäulen zu bauen, den Standort herauszufinden. Guckt euch auch dazu mal unser Video mit Localizer an, ist auch sehr spannend. Und diese Standorte zu identifizieren und sich um alles zu kümmern, was nötig ist, damit dort an einem identifizierten Standort eine Ladesäule dann aufgebaut und betrieben werden kann. So, das ist also der CPO. Jetzt fahrt ihr mit eurem Elektrofahrzeug an so eine Ladesäule ran und nehmt euch zum Beispiel eure Karte hier, beispielsweise diese hier, haltet die an die Ladesäule und fangt an zu laden. Und dann bekommt ihr irgendwann auch eine Rechnung. Und diese Rechnung, die bekommt ihr aber nicht von, bleiben wir mal bei dem Beispiel Berlin, die bekommt ihr aber nicht von Allego, sondern diese Rechnung bekommt ihr von, hier in dem Fall zum Beispiel, diesem Anbieter. So, und das sind nicht die gleichen, denn
Der euch die Rechnung geschickt hat und der sich um diese vertraglichen Angelegenheiten zu euch kümmert, das ist der sogenannte MSP. Und der MSP bedeutet Mobility Service Provider und auf Deutsch gesagt, das ist der Mobilitätsdienstleister. Also das ist der, der es eigentlich ermöglicht, dass ihr dort laden könnt. So, von dem bekommt ihr die Rechnung. Jetzt gucken wir nochmal auf diesen Gesetzestext zurück. Der war hier. In diesem Gesetz, Entschuldigung, in dieser Antwort der Bundesregierung steht jetzt, alle Ladesäulenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, eine verbrauchsabhängige Abrechnung nach Kilowattstunde zu erzeugen. Heißt also, der Ladesäulenbetreiber ist verpflichtet, eine kilowattstundenbasierte Abrechnung zu ermöglichen. Da steht nicht, der Mobilitätsdienstleister ist verpflichtet. Und ihr erinnert euch an das, was ich gerade gesagt habe, ihr bekommt eure Rechnung ja vom MSP und nicht vom CPO. Heißt also auf Deutsch, nicht etwa derjenige ist verpflichtet, euch eine kilowattstundenbasierte Abrechnung zu ermöglichen, mit dessen Karte oder App ihr ladet, sondern es geht hier anscheinend, ich bin kein Jurist, aber so verstehe ich das, um die Abrechnung zwischen diesen beiden hier, nämlich die Abrechnung zwischen dem Ladesäulenbetreiber und dem MSP, wenn das zwei unterschiedliche Firmen zum Beispiel sind. Also zum Beispiel Allego auf der einen Seite und ich sage es jetzt mal Maingau auf der anderen Seite, wer auch immer. Wir bekommen übrigens kein Geld, das ist keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür. Ich habe die Karten einfach nur mal so benutzt, weil sie sicherlich viele von euch auch kennen. Und das wiederum bedeutet, dass ihr auch immer noch nicht das Recht habt, auf eine kilowattstundenbasierte Abrechnung zu pochen. Und andersrum bedeutet es, dass diejenigen, die MSP darstellen, sich einen Tarif immer noch aussuchen können, wie sie es denn gerne möchten. Entweder reichen sie die kilowattstundenbasierte Abrechnung an euch weiter, oder sie denken sich halt irgendwas anderes aus, zum Beispiel eine Session Fee. Wir haben also nach wie vor nicht das Recht auf eine kilowattstundenbasierte Abrechnung. Jetzt ist es so, dass die Ladesäulen ja im Moment umgebaut werden auf das Eichrecht, dann um das Eichrecht einzuhalten. Und das heißt also, dass diese Abrechnung hier zwischen CPO und MSP in Zukunft also auch eichrechtlich einwandfrei funktioniert. Und ich denke mal, es wird so sein, dass durch diesen Umbau der Ladesäulen auf eichrechtskonforme Messtechnik dann auch tatsächlich ein kilowattstundenbasierter Tarif für den Endkunden ermöglicht wird. Also ich gehe mal davon aus, wir werden in Zukunft an sehr, sehr vielen Ladesäulen kilowattstundenbasierte Abrechnungen auch als Endkunde bekommen, aber nicht zwangsläufig bei allen. Und es wird dann also nach wie vor so ein bisschen so sein, dass man sich dann überlegt, mit welcher mache ich es denn nun? Ja, wir bleiben so ein bisschen an dem Thema dran. Mich interessiert das nach wie vor sehr. Da ich ja auch kein Tourist bin, wäre ich auch sehr gespannt auf euch. Vielleicht habt ihr mehr Ahnung davon, mehr Einblick, ob das so korrekt ist. So habe ich es verstanden. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen interessant. Wir bleiben an dem Thema dran. So, wenn es euch gefallen hat, wäre das super, wenn ihr uns einen Daumen nach oben dafür gebt. Dann wissen wir, dass wir da auch ein bisschen mehr in der Richtung machen. Wenn ihr den Kanal abonniert, ist das noch besser. Und wenn ihr am Schluss auch noch die Glocke klickt, damit ihr immer informiert werdet, wenn es neue Videos gibt, dann wäre das sozusagen ganz, ganz klasse. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Julian sagt ciao.